wir uns mal auf den Weg zur Arbeit. Holger wartet bestimmt schon. Wird bestimmt wieder ein richtig warmer Tag. Morgen! Guten Morgen! Ich bin heute mal zu Fuß, ich habe mal frühen Spaziergang gemacht. Oh Gott, das wäre mir viel zu weit. Ja, ich will auch. Oh. Du meinst, auch jeder Gang macht schlank, wa? Ja, genau. Guten Morgen, Hugo. Morgen. Dann wollen wir mal gucken, wo der Chef sich rumtreibt. Ach, da vorne läuft doch schon. Der gibt bestimmt wieder Kaffee ansetzen. Guten Morgen. Guten Morgen, ihr drei. Morgen. Guten Morgen, Karl-Heinz. Morgen, Kurt. Ausgeschlafen. Juck. Wir müssten Feld 8 und Feld 7 pflügen. Okay. Da kommt der Holger gleich. Mit dem hatte ich gestern Abend noch telefoniert. Der bringt mir meinen Flug mit. Mhm. Das würdest du dann übernehmen. Okay. Jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wann der Holger kommt. Vielleicht rufe ich den einfach mal an. Ja. So, pass auf, ihr drei. Wo seid ihr denn jetzt von hier? Ich glaube, da geht ein Telefon im Büro vorne. Haben wir jetzt keine Zeit. Telefon ist super bewertet. Richtig. Ja, nicht bewertet, aber ich muss euch erstmal einteilen. Pass auf, Hugo, du gehst mit Felix, ne? Ja, mit Felix auf die 3. Mhm. Gerste eindrillen. Ja, bitte. Mhm, ja. Und Lisa, fährst du bitte zu Karl-Heinz einen Anhänger voll mit Mischfutteration für die Kühe? Mhm, kann ich machen. Und fragst ihn gleich mal noch, ob er noch was anderes braucht. Ja. An Futter. Ich fahre da jetzt zwar auch hin, aber falls ich es vergessen sollte, weil ich habe Kopf. Ich habe Gott sei Dank den Kredit von der Bank genehmigt gekriegt. Weil ich werde mich jetzt aufmachen zum Händler. Ich muss ja noch sehen, dass Hugo noch einen Schlepper bekommt. Und ich muss noch Gerätschaften besorgen jetzt, da wir eine Person mit längerem mehr haben hier. Müssen wir auch Arbeit haben, ne? Ja. Und Geräte. Mit Arbeit haben wir genug, aber Geräte halt zu wenig. Das heißt also, ich gehe jetzt ein bisschen shoppen. Auf Deutsch gesagt, hätte ich was gesagt. Ich hoffe, er hat was da. Er hat ja gesagt, er würde neu einkaufen. Mal schauen. Wenn ich fertig mit meiner Transportfahrt bin, dritte Drille haben wir ja nun nicht, also kann ich ja die Jungs nicht unterstützen. Nee, aber ich werde trotzdem Karl-Heinz fragen, ob er noch eine Sicherheit in Drille haben, dass uns die mal ausleiht kurz. Okay. Ja? Hört sich gut an. Lieber nicht da mitbringen. Ne? Okay, dann nehmt euch einen Kaffee und dann geht los. Ne? Jo. Bis später. Karl-Heinz, kann ich denn den ZT nehmen zum Fliegen? Ja, ganz nehmen. Aber ich erreiche den Holger gerade nicht. Oh, dann bauen wir mal. Oh, wo bin ich jetzt abgebrochen? Ach, hier hinten. Schon angerufen nach heute Morgen. Ja. Wird sich nochmal melden. Ich versuche jetzt nochmal den Holger anzurufen. Vielleicht geht er ja jetzt dran. Ja. Ja.
Geht nicht dran. Ist nicht erreichbar. Na, dann können wir nur hoffen, dass der jetzt kommt. Und sonst, erzähl doch mal ein bisschen. Ja, was willst du denn hören? Klingt dir sonst vergangen, ist schlecht. Schlecht? War nicht so, wie es sein sollte. Wo hast du dich denn überall rumgetrieben? Boah, überall im Westen, ne? West-Berlin. Immer weiter gen Westen. Gelegenheitsjobs. Von jenen etwas. Wärst du mal besser hier geblieben. Ja, das habe ich leider hinterher auch erkannt, aber zu spät. Ja. Dass mich hier keiner mit offenen Armen empfängt, das war mir auch klar. Na, ob sie das auch noch mal jemals tun werden, ich weiß nicht. Zeit halt bekanntlich Wunden, sagt man. Aber das ist ja auch dein alleiniges Problem. Das sehe ich auch so. Ja. Du Hugo. Ich ja. hab grade gesehen, unter der Plane, die sind schon voll. Ist schon voll. Ah, so, sehe ich gerade. Onkel 1. Moin, Holger. Na, wie ist die Lage? Na, wie man sie so, wie man es so nimmt, es hat sich was ergeben. Aha. Seit gestern. Darf ich dir vorstellen, das ist mein Bruder. Okay, Holger, hallo. Hallo, Kurt. Kurt, okay. Ja, dein Bruder. Okay. Ja, der hat uns sitzen lassen hier. Also ist im Moment ein bisschen distanziert alles. Der war, ja, Weltenbummler. Aha. Er wollte nicht mehr. Er wollte nicht mehr. Na dann. Ja, um das abzukürzen, ich bin vor der Wende damals hier abgehauen, weil ich ein bisschen was von der Welt erleben wollte, halt mein Glück versuchen wollte woanders im Westen, weil alles so rosig gesprochen wurde. Musste hinterher feststellen, dass doch nicht so rosig ist wie war. Ja gut, ne, das erst hinterher wird man schlauer, sag ich mal. Ne? Ja, ich war halt jung, dumm, naiv. Einige Sachen hat Karl-Heinz recht. Hätte ich nicht machen sollen, aber man kann hinterher nur schlauer werden draus. Ja, das stimmt schon. Wir hoffen, dass es klappt, wa? Ja. Pass auf, Karl-Heinz. Lisa kommt gleich vorbei mit dem Hänger Mischfutter. Ja, das ist super. Wenn du noch irgendwas brauchst, sagst du ihr bitte Bescheid. Mach ich. Hugo? Ja? Setz gleich in meine Bahn mit an. Hallo, Christian. Guten Morgen, Christian. Na, hallo, ihr drei Damen vom Grill. Ja, alles gut? Willst du kuscheln oder was? Ja. Kalle, pass auf. Überweisungen hab ich gemacht, hab ich auf der Bank gegeben, müsste sie jetzt die Dare drauf haben. Okay. Wenn es wieder so klappt mit dem Raps, wie gesagt, denk an mich. Mach ich. Und wo wir uns immer unterhalten können, ich bräuchte vielleicht mal E2 Anhänger Kartoffeln, wenn du hast. Müssen jetzt nicht die besten sein, so dass wir halt, wenn wir beim Aussortieren so das Zeug, was ihr nie gebrauchen könnt. Ja, sag ich dir Bescheid. Mach mal. Das wäre lieb. Ja. Guck mal, und hier? Ja, ich hab ihn ja schon gesehen. Da wird sich jemand ganz groß freuen. Ich sag mal so 8 Jahre Freude. Wird auf dich zukommen, lieber Kurt. Tja. Wem sagst du, dass Christian 8 Jahre meines Lebens mit denjenigen verschenkt? Ja.
Da ist nicht jemand, der 8 Jahre seines Lebens verschenkt hat, aber du wirst es noch kennenlernen. Ne? Viel Spaß. Musik durch. Herr Morgenstern, sind Sie gleich da? Ich würde gerne eben mal kurz einen Besuch abstatten bei Ihnen. Ich bin im Erntestress. Ich muss heute ernten gehen. Was wollen Sie denn? Es geht um Gerätschaften. Ich brauche unbedingt einen Schlepper. Muss nicht das Neueste sein. Meine Sekretärin ist da, sagen Sie da Bescheid. Die bringt sie aufs Hof. Gestern Abend ist das Zeug gekommen. Das neue Zeug. Dann machen Sie wieder was fertig, legen es rein. Ich guck's durch und dann telefonieren wir. Alles klar, danke schön. Okay, ciao. Ciao. Alle, bis demnächst. Bis demnächst. So, pass auf, Karl-Heinz. Bin auch ein bisschen im Stress. Ich habe dir den Flug mitgebracht hier. Das ist super. Den kannst du direkt da absetzen, Holger. Den nimmt der Kurt. Der muss auf Feld 7 anfangen zu fliegen. Und ich bräuchte deine Drille, wenn es geht. Die könntest du haben. Wie lange circa? Kannst du das schon einsehen? Ja, den Tag jetzt hier. Ja gut, die steht da in der Ecke. Moment. Oh, wei, oh, wei. Okay. Ja, ich denke schon mal den Flug ab. Du, Philipp? Ja? Irgendwas haut hier nicht richtig hin. Da will irgendwie nichts rauskommen. Felix, hörst du mich? Ja. Und läuft ja, alles? Läuft alles? Ja, wir haben gerade nur die Sämaschinen, die wir auf dem Hof drin hatten, sehe ich gerade. Bei meiner, die war voll gewesen. Und die andere, die ist noch leer gewesen. Jetzt sehe ich jetzt gerade mal. Ah, okay. Ja. Ja, Saatgut müsste ja noch da sein. Ne? Saatgut? Das haben wir ja noch da auf dem Hof. Hugo? Ja? Fährst du nochmal zurück zum Silo? Die ist komplett leer. Also die müssen wir das letzte Mal, glaube ich, vergessen haben aufzufüllen. Ja, kann ich machen. Gut. Dann bis gleich. Bis gleich. So, hat er geklappt, Karl-Heinz. Sehr schön. Super. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nee, das wär's. Ich würde mich damit ziemlich auf den Weg machen. Ich fahre jetzt kurz beim Herrn Morgenstern vorbei, mit der Sekretärin das klären und dann... Ja, ja, super. Dann frohes Schaffen. Also. Ja, ihr auch, ne? Bis später. Ciao, ciao. Später. Ciao. Da hinten weg. Der Kocht ist schon weg. Tja, gut,
dann schreibe ich mir das mal auf und dann mal schauen, was er sagt. Schleppertechnisch. Wir haben noch einen Ladewagen, auch nicht schlecht. Okay. Dann will ich wieder zurück zum Hof. Sich versteckt hat. Hallo, Karl-Heinz? Ah, da ist er ja schon. Morgen. Ich bringe Anhänger für Mischfutter. Okay, Mischfutter. Ja, das können wir direkt bei den Kühen rein. Okay, in den vordersten oder in den hintersten Stall? Hinteren. Okay, ich folge dir. Was für ein Stress mit dem Auto. Hugo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Geht's mit den Opfern? Nicht so wirklich. Wenn nicht, ich komme mal ganz kurz zurück zum Hof. Ja, wäre super. Brauchst du irgendwie auch noch Schweinefutter? Wenn ihr habt, wäre das super. Haben wir da. Soll ich hoch zum Schweinestall dann gleich bringen? Das wäre nett. Wie viele Anhänger brauchst du? Da kannst du ruhig 1-2 reinschütten, wenn ihr habt. Okay, mache ich. Okay, dann halte ich dich mal nicht länger auf. Wir sehen Wunderbar. Uns. Ich danke dir. Bitte. Schönen Tag noch. Dir auch. Tschüss. Felix, hast du mich? Ja. Ich bin zurück auf dem Hof. Wo seid ihr? Auf der 3? Nee, wir sind gerade hinten am Saatgutsilo. Wir haben gerade... Kannst du mal kurz herkommen? Irgendwie will die Bladen von den Sämaschinen nicht öffnen, dass wir das Saatgut reinmachen können. Okay.
Du hast deine aber befüllt gekriegt, oder? Die warten vor gewesen, die eine. Also die, die bei mir drin liegen, die war schon voll gewesen. Warte mal. Was ist das denn für ein Mist jetzt hier? Ja, die Plane von der Seemaschine, die will nicht aufgehen. Aber Saatgut haben wir ja noch drin, ja. Boah, doch, müssen wir jetzt noch drin haben. Saatgut ist doch drin hier in der Drille hier. Ja. Wieso bist du jetzt gerade drin? Von deiner. Ja, da, die war ja schon voll gewesen. Ne, die andere hier vorne. Nee, hier. Bei der ist es. Ach, beim Hugo. Okay, genau, was da los ist. So, jetzt. Keine Ahnung, was da war. Ist geklemmt oder was? Gute Frage. Ja, müssen wir mal beobachten, ne? Denk mal mit dran. Ja. Warte, ich fahr weg. Jo. So, Hugo, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wenn du hier über den Bahnübergang drüber fährst, achte bloß auf Zug. Die Züge hier, die sind knallhart hier in der Umgebung. Okay. Gut zu wissen. Lisa, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Wo bist du jetzt gerade? Na, ich habe Karl-Heinz einen Anhänger von Mischfutter gebracht. Jetzt bin ich auf dem Weg zurück zur Mischfutteranlage und er möchte noch zwei Anhänger Schweinefutter. Ja, pass auf, das mache ich selber. Komm mal bitte zum Hof zurück. Ja. Hier steht die Drille. Bei der Werkstatt, wo die Kaffeemaschine ist, stelle ich dir die hin. Ja. Und dann Saatgut ist schon drin, dann kannst du die 2 auf der 3 bitte unterstützen. Ich mach das mit dem. Okay, mache ich. Weil, wie viel hat er denn gesagt, braucht er denn? Na, 1 bis 2 Anhänger, wenn wir haben, möchte er von Schweinefutter. Ja gut, dann warte ich hier auf dich, weil dann nehme ich die 2 großen. Boah, ich will einen Schluck Kaffee haben. Nehme ich die 2 großen Anhänger mit, weil der Unimog hat noch mehr Zugkraft. Dann bringe ich gleich 2 weg. Mhm. Dann können sie die dann, ja. Wie gesagt, drillen auf der 3 dann auch. Mach ich. Unterstützen. Und ich lege den Zettel ins Büro. Ich war ja gerade beim Herrn Morgenstern. Da steht drauf, was er für Angebot mal rausschicken soll, dass du da die Sekretärin mal kontaktierst, weil die hatte ich eben nicht gesehen. Ja. Zwecks Gerätschaft. Kümmere ich mich denn heute Abend drum, wenn ich Buchhaltung mache? Ja.
Okay. Felix, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Und jetzt ohne Probleme mit der Drille oder? Von Kurt? Sonst ohne Probleme, ja. Also funktioniert, sehr schön. Gut. Ja, vielleicht sollten die nochmal durchblasen und mal abschmieren, nochmal irgendwie neu oder so, mal gucken. Das machen sie, also keine Ahnung. Keine Ahnung, warum es hakt, dass die Plane nicht abgehen will. Ich bin ja nicht mehr die letzte, die aufgefüllt hat und die jetzt dran ab. Ja, wie gesagt, beobachte mal gucken. Ja. Hugo, hörst du mich? Ja. Und wie ist der erste Einblick jetzt? Ganz gut. In der ersten Woche, die du hier bist? So, ganz gut, also da kann ich halt mich nicht beschweren. Aber mal eine andere Frage, wann ist die Pause? Wenn wir einen großen Teil hier weg haben. Da sind wir morgen noch nicht fertig. Ja, ist es so. Du jetzt, Herr Lisa. Ich schleich mich von hinten an. Ja, hab ich mitgekriegt.
Lisa, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Hast du das abgesprochen mit Karl-Heinz, dass das bei ihm ins Silo kommt, unten bei dem Schweinestall oder was? Sollte gleich bei die Schweine rein. Was reinpasst und der Rest dann ins Silo. Okay. Machen wir dann jetzt auf den Weg. Okay, bis später. Also, Lisa, hörst du mich? Ja. Man muss sagen, also mit 3 Drillen geht's ruckzuck hier, das Fett jetzt zu bestellen. Ja, das stimmt. Und die Hälfte haben wir ja schon. Und wir müssen nun bei unseren 2 Drillen, die wir haben, die müssen wir gucken, weil irgendwas klemmt da bei der Plane öffnen. Naja, du und Holger, ihr seid ja unsere Technik-Genies. Wenn ihr so ruhig ist am Funk, dann denke ich ja doch, dass hier alles funktioniert. Das ist schon mal sehr schön. Problem, können wir auch keine Meldung bauen. Moment.
Geht weiter. Sehr schön. Bin auf verkehrten Notch drauf gekommen. Ja, kann passieren. Naja, jetzt haben schon die viele Knöpfe drin im City, aber trotzdem bin ich voll auf den Garten drauf gekommen. Ich glaube, dein Hinterrad hängt in der Luft. Ja. Ich drehe gerade vollkommen durch. Kannst du mir einen kleinen Stoß mit deinen vorne an meiner Stoßstange geben? Nur klein, nicht dolle. Lass das nicht Holger hören. Du sollst ja nur einen kleinen machen. Ich geb dir Bescheid. Oh, was ist denn mir passiert? Ja, ich hänge ja so auf der. Warte. Nee, von vorne. Nee, nicht von. Nee, nicht von hinten, oder? Jetzt geht's, doch geht. Teamwork. Boah, was? Ja, ist genau den Tritt. Passt. Ist auch nichts dran. Naja, dann. Nee, er war so ein kleiner Hügel. Da, das ist kurz ein bisschen. Sonst darf ich nie wieder zu City fahren. Das geht ja, wenn, dann geht's auf meine Kappe, ja. Was ist denn? Ist jetzt nicht dein Ernst? War, oder? Uiuiui, ob ich dir jetzt aber ein Kle. Ich glaub, das wird nichts. Vor allem hab ich die Trille oben. Gut, geht, passt. So, bitteschön. Alter, ich guck noch mal kurz. Eigentlich hatte ich nur den Tritt getroffen. Also hier vorne musst du aufpassen auf den Hügel, wenn es da so leicht angeht.
alles zu, alles verbrannt. Hier ist keiner. Felix, was hältst du von der Pause? Jo, nichts dagegen. Hugo hätte bestimmt auch gerne Pause und ein Käffchen. Ja, Pause hört sich gut an. Habt ihr noch Kaffee am Schlepper? Jo. Ja, dann würde ich sagen, suchen wir uns hier so ein schattiges Plätzchen. Kommst du hoch zu uns, Hugo? Ja, bin auf dem Weg. Hier ist schön schattig. Hi, Wicht hat nichts abgekriegt. Ich hab schon geschaut, da ist nix. Zum Glück. Warum hat er denn Licht an? Wollte ich gerade sagen, also hell genug. Jetzt. So, dann würde ich mal sagen, wir genießen unser Päuschen. Den Rest schaffen wir nachher recht fix, würde ich sagen. Ja, das geht dann relativ schnell dann. Jetzt machen wir erstmal Kaffeepause. Haben wir ja schon. Oh, ich muss sagen. Über der Hälfte haben wir doch locker schon geschafft. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht.